Ich habe Angst gehabt. Aber ich möchte keine Angst haben. Erstmal hallo an alle. Ich habe versucht, irgendwas vorzubereiten, den ich gerne vortragen möchte. Aber vorab möchte ich einiges loswerden. Das, was vorgefallen ist, tut mir so in der Seele weh. Mein Herz blutet dermaßen, ich kann das nicht in Worte beschreiben, was passiert ist. Ihr müsst einfach mal euch vorstellen, jeder von den Angehörigen, von den Freunden, essen gerade irgendwo und haben so viele Ziele noch für den nächsten Tag. Und einer kommt, der nicht so denkt wie wir und der nicht so ist wie wir und nimmt das Leben von den Brüdern oder von den Schwestern. Ich verstehe das nicht. Wie sowas passieren konnte und wie sowas passieren kann in unserer Stadt. Dennoch will ich weitermachen. Ich will erstmal ein Dankeschön sagen an den Ausländerbeirat Robert Erkan, Mustafa Kainak, an die muslimische Gemeinde Behlul Yilmaz, an den Weißen Ring Herr Habermann, an den Oberbürgermeister Herr Kaminski, der uns, wie ich das persönlich sehe, uns unterstützt bei der schwierigen Zeit gerade. Ich möchte auch ein herzliches Willkommen sagen für die Bundeskanzlerin Frau Merkel, für den Bundespräsidenten Herr Steinmeier, den Herr Ministerpräsident Bouffier. Zu meiner Person. Ich bin seit 45 Jahren in Hanau. Ich bin am 4.8.1974 in St. Vinzenz Krankenhaus hier in Hanau geboren. Habe die ganzen Schulen besucht, habe es beendet mit einem Realschulabschluss. Und heute bin ich verheiratet, habe 4 Kinder. Ich muss ganz ehrlich sagen, seit 19.02. habe ich Angst, rauszugehen mit meinen Kindern. Ich habe Angst, dass denen was zustößt oder unseren Kindern allgemein hier in Hanau. Ich habe hier in Hanau Familien, Freunde, deutsche Freunde, ausländische Freunde, viele Bekannte, weil ich bin ein Hanauer. Deshalb bin ich mehr schockiert, was in der Nacht am Mittwoch, 19.02. passiert ist. Einer der Tatorte in Kesselstadt war der Laden meines eigenen Sohnes, den ich seit einem Jahr unterstütze. Und dieser Kiosk, was wir geführt haben, war kein normales Kiosk, was ihr kennt, wo ihr reingeht und eine Zigarette kauft und das nie wieder betretet. Dieser Kiosk war ein Ort der Familie, weil diese Menschen kamen jeden Tag nicht um was zu kaufen, sondern um Hallo zu sagen, um mich zu umarmen oder ich sie zu umarmen. Und jetzt sind die alle nicht mehr da. Und ich oder beziehungsweise die Angehörigen müssen damit leben. Mercedes, sie hat immer ihre Meinung gesagt. Sie hat sich nie was gefallen lassen. Aber sie hatte ein Herz aus Gold. Sie lächelte immer, hörte lautes Musik. Immer wenn ich kam, drehte sie die Musik leiser. Und jetzt ist es ganz leise.
Ein junger, selbstbewusster Mann, Ferhat Unvar. Wenn man ihn sieht, bekommt man vielleicht Angst, weil er gut gebaut ist, groß ist. Aber ein Herz hatte, dass er keine Fliege was antun konnte. Der ist nicht mehr da. Ich kann sein Lächeln nicht mehr sehen. Said Nessa. Ich kannte ihn nicht so lange. Aber wenn er immer reinkam, lächelte er. Ich weiß, jedes Mal, wenn er reinkam, wollte er 3 Capri-Sonnen und 2 Naschtüten haben. Hamza Kurtovic, der hat Zeit mit meinem eigenen Sohn in einem Bett verbracht. Einer meiner besten Freunde, sein Sohn ist weg. Der war fast nie im Kiosk, aber an dem Tag war er da, zufällig. Jetzt ist er auch nicht mehr da. Gökhan Gültekin, die letzte Zeit mein Lebensbegleiter. Wir nannten ihn alle Gogo. Jedes Treffen und jedes Telefonat hat er mir mit Worten gesagt, möge dich Gott beschützen. Er hatte tiefe Erkenntnis, dass das Schicksal kommt, wie es kommen muss. Der hat es nicht verdient, einfach zu gehen. Doch er ist nicht da. Aber ich vermisse ihn so sehr und ich weiß nicht, dass er morgen wieder kommt. Ich bin durcheinander, weil ich denke, dass das alles ein Traum ist, dass ich morgen wieder aufstehe und die sind wieder alle da. Kaloyan Velkov, ein Nachbar, den wir immer begrüßt hatten. Er hat auch eine riesen Lücke hinterlassen. Sedat Gürbüz, von ihm erzählt man, dass junger Mann jeden Hilfsbedürftigen geholfen hat. Und jetzt ist er auch nicht mehr da. Willi Viorel, einer, der immer zum Kiosk einkauft. Jedes Treffen mit ihm war ein süßes Lächeln, den wir jetzt auch nie wieder sehen werden. Fatih Saracoğlu, die liebsten und engsten Menschen erzählen von einem freundlichen, anständigen und höflichen Mitmenschen. Diese Opfer sind nicht mehr unter uns. Der Mensch vergisst schnell, aber diese jungen Menschen, die zum Opfer gefallen sind, dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir zulassen, dass Rassismus, Hass und Gewalt in diesen Tagen und auch in der Zukunft aufstehen und die Stimme erhöhen. Jeder steht hier in der Verantwortung, aber jeder Einzelne, die Politik, der Bund, das Land Hessen, die Stadt Hanau und jeder einzelne Mitbewohner, egal wer es ist, dass das niemals wieder zugelassen wird. Sowas darf in unserer Stadt bzw. in Deutschland niemals passieren. Wir alle hier in dieser Stadt sind Menschen und gehören zu dieser Welt, zu Europa, zu Deutschland, zu Hessen, aber auch zu Hanau. Lasst uns bitte gemeinsam gegen Hetze, Hass vorgehen. Denn die Menschen haben seit dem 19.02. Angst, Sorge, wie die weiterleben wollen. Jede Religion, ob das Christentum, Judentum oder der Islam ist, strahlt eins aus: die Nächstenliebe, Barmherzigkeit zu den Menschen. Besonders die Worte jetzt, was ich sage, ist für die
oben, die am größeren Hebel stehen. Ich möchte von meiner Seite aus nicht mehr viele, genauso die Angehörigen, nicht mehr viele Wörter hören, sondern wir wollen Taten sehen, dass was passiert, dass sowas nie wieder zustande kommt. Ich erzähle ein Ereignis von mir selber. Gestern Abend war ich zu Hause. Es war spät, meine zwei Kinder haben geschlafen, meine Frau auch. Ich saß im Wohnzimmer. Ich habe Angst gehabt, in meine eigene Wohnung vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer zu gehen. Ich habe Angst gehabt. Aber ich möchte keine Angst haben. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt.